Jo Leute, was geht? Willkommen zu Thrones and Liberty. Ich hatte ja vor ein paar Tagen schon mal auf einen IGN-Trailer reagiert, im Chat zusammen. Ich bin auch übrigens jetzt gerade live. Und da muss ich sagen, erstmal war der Trailer 2 Jahre alt. Das wurde auch zu Recht in den Kommentaren so ein bisschen moniert. Und da kann sich A schon viel geändert haben und man hat nicht so viel von Gameplay gesehen. Hier habe ich jetzt ein bisschen was zusammengecuttet aus den ersten 40 Minuten Gameplay. Ich werde euch die 40 Minuten vom Original einmal in der Videobeschreibung markieren, verlinken. Das ist nämlich hier von dem Kanal Arex Gaming. Grüße gehen raus, unbekannterweise. Und danach nochmal ein Trailer von der offiziellen Throne and Liberty Seite. Ich habe mir schon ein bisschen was mehr dazu angeguckt. Ich weiß also schon ein bisschen was. Ich weiß, auf der PlayStation habe ich schon runtergeladen, sind 18 GB, also gar nicht so groß das Game. Klassensystem habe ich mir ein bisschen schon was zu angeguckt und. Aber ich glaube, da können wir hier gleich auch im Gameplay-Trailer drauf. Eigentlich, ich würde sagen, wir gehen einmal rein und danach gibt es nochmal einen Trailer, wie gesagt, von den Gilden. Für alle, die überhaupt gar nichts damit anfangen können, ist ein MMO ähnlich wie New World. Das sieht man auch gleich. Es hat sehr viele Ähnlichkeiten zu New World. Ist ja auch, macht ja auch Sinn. Der Publisher ist wieder Amazon Games und hat da die Finger im Spiel. Macht natürlich Sinn, dass sie da viel zu gesagt haben. Okay, wir gehen rein. Chat, sag mir bitte, ob zu laut oder zu leise ist oder so. Ja, also das. Ich habe mir das alles hier schon ein bisschen angeguckt. Passt hier sehr gut. Und ich muss sagen, das Game, das Fighting, zumindest mal im Nahkampf, sagt mir gar nicht zu. Und auch das Movement. Ich weiß aber schon, dass der Entwickler schon dran ist, da was zu ändern. Dass das alles flüssiger aussieht und ja, spaßiger ist. Und ihr seht schon, es ist sehr. Also wenn man es jetzt zum Beispiel mal mit einem Elden Ring vergleicht, obwohl der Vergleich natürlich ein bisschen weit hergeholt ist, aber mit irgendeinem Action-RPG, das ist schon sehr, sehr behäbig, soll aber wohl noch verbessert werden. Darf ja nicht vergessen, das Game ist ja in Korea schon lange draußen und feiert ja jetzt erst den Western-Release. Also da kann noch vieles passieren, auf jeden Fall. Moin, Pet. Ja. Eine Sache, die, glaube ich, sofort auffällt, sind hier diese ganzen, ja, Attacken. Wir gucken hier gerade Gameplay von einem Level 1 Charakter. Das heißt, du startest in ein Game rein mit den verschiedenen Klassen, da komme ich später noch drauf zu sprechen. Und du hast sofort so viele unterschiedliche Attacken. Und ich habe auch gesehen, später auf dem Controller hast du Attacken auf allen Knöpfen, auf allen Richtungspfeiltasten und nochmal auf R2 mit irgendwelchen Tasten. Also du kannst unfassbar viele Attacken einsetzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich wie WoW oder so, wo ich da auch kein Profi bin, aber auf jeden Fall krass. Ja, das finde ich ganz cool, muss ich sagen. Also, das kann man schon sehr früh im Spiel. Es gibt keine Mounts, so im Üblichen, aber man kann sich in verschiedene Tiere, die schneller zu Fuß sind, verwandeln. Das finde ich ganz cool. Ja, und das ist ein Shot dieser Wal, und ich glaube, da will ich ein bisschen was ausholen, weil wir das hier in den Trailern nicht sehen werden. Der Wal ist ein Ereignis auf dem Server, wo du mit dem ganzen Server zusammen gegen diesen Wal kämpfst. Und es ist allgemein sehr, 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 sehr viel darauf ausgelegt, MMO-Experience rüberzubringen. Das heißt, du hast Bosse, die du mit mehreren Leuten auf dem Server bekämpfen kannst. Du hast diese Sieges, das sind diese riesen Burgen, die man einnehmen kann mit unfassbar vielen Leuten. Da sehen wir auch später noch ein bisschen was zu. Du hast PvP, Acker-Match, 1000 gegen 1000 Leute. Das auch auf den Servern ist so ein bisschen ähnlich, denke ich, wie New World, aber hier nochmal extrem auf die Spitze getrieben. Das Ganze auch nochmal mit Gilden. Da kommt später nochmal ein Video zu. Du musst dir so früh wie möglich oder ja, eigentlich direkt am Anfang des Games eine Gilde suchen. Kannst du auch selber erstellen, werden wir auf jeden Fall machen. Und dann mit der Gilde kannst du auch wieder Bosse heraufbeschwören. Ist also
andauernd eigentlich irgendwelche Raids und Bosse, die du bekämpfst und nicht standardmäßig irgendwelche Dungeons oder so, sondern wirklich die ganze Zeit Bossing, Bossing, Bossing. Finde ich auf jeden Fall mal ganz interessant zumindest. Also dieser Wal hier, nochmal, um es verständlich zu machen, dieser Wal ist ein Server-Ereignis und gegen den kann man kämpfen, auf ihn kämpfen, so richtig, habe ich es auch nicht gecheckt, aber der ist nicht ohne Grund da, das ist nicht nur visual. Ja, und es sieht wirklich richtig gut aus. Wir dürfen nicht vergessen, ich habe hier ein Video gedownloadet und dann nochmal selber gerendert. Und dann wird das jetzt nochmal durch Twitch geschickt und für alle, die es auf YouTube sehen, nochmal auf YouTube geschickt. Also wir haben hier doppelt und dreifach Render und es sieht immer noch gut aus. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr selber spielt, sieht es wirklich richtig, richtig gut aus und richtig, richtig gut modern. Das fängt bei Licht an, bei Schatten, Kantenglättung, ich weiß nicht genau, ob es Raytracing hat, 4K, HDR und den ganzen Bums, aber das wird richtig, richtig, richtig gut aussehen. Ja, und dann gibt es verschiedene Waffen und es soll genauso sein wie in New World, dass es im Prinzip vollkommen egal ist, welche Klasse du spielst. Es gibt wieder 4 oder 5 unterschiedliche Sachen, die du leveln kannst. Sieht man ganz am Ende des Videos mit Stärke, Geschicklichkeit und dem ganzen normalen Kram. Und dementsprechend werden die Waffen, die du auswählst, geboostet. Und du kannst einfach jederzeit jede Waffe nehmen und jederzeit deinem Bild umswitchen. Es ist also vollkommen egal, ob du am Anfang sagst, ey, ich nehme Bogenschützen oder ich nehme Magier. Sobald du eine krasse Waffe findest, kannst du sofort umswitchen. Und was auch richtig cool ist, du kannst die Waffen, ähnlich wie in New World, nicht genauso, aber du kannst die Waffen leveln. Das heißt, so ein Schwert hier, was wir gerade sehen, ist dann vielleicht Level 5. Und wenn du ein stärkeres Schwert findest, kannst du das Level von dem Schwert, was du die ganze Zeit gelevelt hast, auf das neue Schwert übertragen. Es wird also niemals so sein, zumindest habe ich das so erfahren, dass du etwas umsonst levelst. Diese Erfahrung, die du hast, die kannst du immer mitnehmen in eine andere Waffe. Und das finde ich auf jeden Fall zumindest mal sehr interessant und sehr cool. Gerade fürs Early- und Mid-Game, glaube ich, ist das ganz cool, um viele, viele Sachen auszuprobieren. Wenn du also mal ein Eisschwert hast, mal ein Feuerschwert oder was weiß ich, kannst du das jederzeit hin und her switchen. Das finde ich auf jeden Fall schon sehr, sehr cool. Ja, da sehen wir ein bisschen was von der Open World. Und einen Gegner. Und das habe ich mit reingenommen, weil man hier sieht, dass es auch verschiedene elementare Fähigkeiten gibt. Einmal Feuer und auch Eis. Das heißt, ich weiß nicht, ob die verschiedene Schwächen haben, aber ich meine so ein Baum. Feuerschwäche macht ja schon irgendwo Sinn, würde ich sagen. Na. Übrigens nicht wundern, dass die Aussprache auf Koreanisch ist. Ich glaube, wenn das Game morgen rauskommt, boah, für euch heute wird es zwar mindestens Englisch geben. Weiß ich gar nicht, ob es eine deutsche Übersetzung gibt. Ich weiß von Amazon Games, wenn die das so machen wie New World, dann vielleicht auch Deutsch. Ja, hier sehen wir den Adler. In den kann man sich auch verwandeln. Finde ich auch eine sehr coole Mechanik. Also das habe ich so noch nie gesehen. Keine Ahnung, ob das einer von euch schon mal so gesehen hat, aber dass man sich irgendwo in Adler verwandelt, zu einem Schlachtfeld hinreist und dann bei einem Boss ist, das habe ich so noch nie in irgendeinem Game gesehen. Und jetzt sehen wir auch das erste Mal Ackermatch. Ihr seht, ne, überall kommen einzelne Gegner, Kollegen mit dazu und alle greifen diesen einen Gegner an. Und ich kann euch sagen, diese 4, 5, 6 Leute, die da sind, das ist noch gar nichts. Da sind später Hunderte. Also ich mache keine Witze. 100 Leute, die da alle auf einen Gegner eintreschen. Das ist richtig, richtig krass. Ob das noch übersichtlich ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so. Ja, das war so. Ja, ich glaube mäßig das Epilog. Da wird ein bisschen gezeigt, wie du kämpfst und sowas. Und jetzt geht's dann quasi rein in deine erste Stadt und in die Open World. Bisschen Cutscene. Und ich finde wirklich, dass es richtig, richtig gut aussieht. Also
Kann man nicht meckern. Und es ist nicht so wie bei New World, dass die Grafik dann nach dem Epilog komplett down ist, sondern die Grafik bleibt wirklich so krass. Also, wenn wir uns gleich die Charaktermodelle angucken, die sind sehr, sehr, sehr viel schöner als die von New World. Klar, das Game ist auch 3 Jahre jünger, aber ist cool. Ja, die Aufmachung ist sehr cool, finde ich. So, und da bist du dann in deinem ersten Start. Und jetzt geht's ab. Und genau ab diesem Zeitpunkt, Zorn in Liberty, kann man auch einer Gilde beitreten, so wie ich das verstanden habe. Sobald du das Epilog geschafft hast, kannst du sofort einer Gilde beitreten. Und das sollte man auf jeden Fall sofort machen, um die einzelnen zusätzlichen Boni zu bekommen. Aber da gucken wir uns später noch was so an. Ja, da gab es irgendwelche Lags, keine Ahnung. Das habe ich nicht verstanden. Und das ist wohl sowas wie ein Tower. Also wenn du den aktivierst, dann hast du irgendwie die Region freigeschaltet. Region Open steht oben in der Mitte. Und wie es aussieht, gibt es auch wieder für jede Region, die du freischaltest, irgendwie Erfahrung. Und was ich schon mal sehr krass finde und gar nicht so cool ist, schaut euch die ganzen Notifications an. Talk to Contaminated Rain. Collect a page from Collection. Talk to. Speak to. Speak with. Ask about. Das ist... Oh Junge, das ist schon wieder... Das ist krass. Ich hoffe, dass das nicht so krass ist wie New World. Ich habe schon was gesehen zu den Missionen. Es gibt einen Haupt-Adventure-Missionsstrang, den du quasi als Solo-Hauptmission entlang gehen kannst, wo du auch Story mitbekommst und sowas. Und dann gibt es daneben noch einen, ja, einen Nebenquestline-Strang. Und that's it. Ich hoffe, dass die Questlines nicht so übertrieben viele sind wie in New World. Klar, mehr ist mehr, aber man, ich finde, man soll es auch nicht übertreiben. Ja, so, hier will ich mir eben Stopp machen. Das ist nämlich das erste Mal, dass wir das Inventar sehen. Da seht ihr genau, wo ich sitze. Es gibt Perception, Wisdom ist Weisheit, Dexterity ist Geschicklichkeit und Stärke. Ich gehe mal davon aus, dass Perception einfach Ausdauer, Leben und sowas ist. Und dann gibt es noch 3 weitere. Und das ist alles. Also viel, viel, viel weniger als bei einem Souls-Game oder sowas oder einem normalen RPG. Du hast Stärke, das wahrscheinlich für Nahkampf. Du hast Dex für Jäger und Dolche. Du hast Weisheit für Magier und that's it. Und dann hast du auf der rechten Seite noch deine Waffen und deine Armor. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr übersichtlich, finde ich. Und dann kannst du die Stats dir angucken. Das finde ich auf jeden Fall ganz, ganz entspannt gemacht. Finde ich ganz gut. Ich finde es aber ganz gut, wenn es relativ simpel ist und eben nicht so extrem kompliziert wie in anderen Games. Und jetzt gibt es noch von Throne Liberty auf der Seite von denen einen Gilde-Trailer. Und den fand ich auch sehr interessant. Da müssen wir auf jeden Fall auch einmal reingucken. Weil Gilden echt ein wichtiges Ding sind. Und ich will entweder sofort einer Gilde von irgendjemand aus der Community beitreten oder halt direkt eine selber gründen. Weil das wohl richtig, richtig, richtig wichtig ist fürs Gameplay. Gucken wir mal rein. Elysium is a dangerous world. Hordes of demons, dangerous terrain, and even other hostile players could be lurking around every corner. Leider auf Englisch. Safety and community in numbers, so join or create your own guild. Guild membership grants you access to a long list of bonuses and makes it easier to participate. Bei dem Footage sieht man, glaube ich, auch, dass es sehr viel besser aussieht als das, was ich gerade gezeigt habe, weil das halt hier in 1440p ist. And server-wide activities. You can access special shops and supplies, ja, es ist super wichtig, spielen, Leute. Extra raids, conquest battles, and massive PvP. Da, habt ihr das gesehen? Das ist crazy. Habt ihr das gesehen? Guckt euch mal an, wie viele Leute das sind.
Also, ich habe Gameplay gesehen. Da bist du dann hier vorne an der Mauer und um dich herum sind 200 Leute. Holy, waren das viele. Guck's dir an. Massive PvP castle sieges. Guilds are an important part of the Throne and Liberty experience. You're able to join a guild early on during your adventures. The sooner you join, the sooner you can take advantage of all the benefits guild membership has to offer. But first, you've got to find a guild. The in-game UI makes searching for a guild easy. More casual guilds may be open to any and all players, while more hardcore PvP and PvE guilds may require approval by guild leadership. You'll need your resume, 3 forms of identification, and... just kidding. Each guild will have its own requirements for membership, so make Ja. sure you know what you're signing up for. Don't forget to check out the recruiting... Also, ich kann jetzt schon mal sagen, Leute, checkt auf jeden Fall den Discord ab. Ich mache jetzt schon mal einen Announcer. Es wird einen Thrones and Liberty Kanal geben bei uns auf dem Discord. Ich werde eine Gilde erstellen und die Gilde wird PvE für alle offen sein. Ich hoffe, dass wir nicht so eine geringe Anzahl an Leuten reinholen können, wie es in Diablo der Fall ist, sondern dass da wirklich Tausende mit rein können. Der Discord wird für euch ab morgen bereitstehen und die Gilde dann ab morgen auch. Channel in the official Discord to see what the community has to offer. 50 Leute, nur toller. Joining a guild in Throne and Liberty grants you access to exciting and challenging new activities. Contributing towards each guild's contract nets both you and your guild reputation, rewards, and resources. Capturing boonstones grants you vital buffs, while riftstones allow the controlling guild to summon a world boss who can drop powerful gear. Ja. Da, But laying guckt's siege euch to an enemy castle is the ultimate way for a guild to claim the throne and the rewards it offers. Da muss ich voll an Attack on Titan irgendwie denken. By now, you're a member of a guild. You're organized, you've got the gear, and conquered the dungeons. Group up with hundreds of guild and alliance mates to claim the throne. Siege golems are a must-have for any serious invading force. You can transform into these massive stone monsters by purchasing materials from the guild merchant. On the topic of serious forces, in any guild worth their salt, the guild leader calls the shots, their officers support them with strong tactics, and members execute the guild's plans to achieve shared goals. Das sieht auf From jeden the Fall sehr, earliest guckt levels euch to the da, endgame, also das ist guild crazy. membership and Throne Sieht auf of jeden Fall Liberty sehr spannend offers aus. countless benefits. Ob das dann später So log in, gameplaymäßig mega join Fun macht, and claim muss man the sehen. throne. Ich stelle mir halt vor, also einerseits natürlich mega geil, wenn das alles klappt. Aber was ich mir halt vorstelle, ist, du bist mit 100 oder 50 Leuten da drin mit deiner Gilde. Und das Ding, das dauert ja 10, 15 Minuten oder sowas. Und was ist, wenn man es dann aus welchen Gründen auch immer nicht schafft und diese 15 Minuten einfach wasted sind? Da habe ich immer voll Angst vor. Wenn man irgendwas macht, eine Aktivität, die sehr lange dauert, und dann kriegst du 45 Minuten. Jetzt stell dir vor, du ballerst 40 Minuten durch, dein Internet kackt ab. Du verlierst das. Was weiß ich, was passiert. Und du hast 40 Minuten quasi umsonst irgendwas getan. Da habe ich immer mega Angst vor. Leute, um 19 Uhr für alle auf YouTube, heute geht's los am 26. September um 19 Uhr. Wenn ihr live dabei sein wollt, einfach mal Twitch abchecken. Und wenn ihr nichts zu Thrones Celebrity verpassen wollt, einfach ein Follow da lassen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.